September 2009 entführen Taliban in Nordafghanistan zwei Tanklaster unweit des deutschen Feldlagers in Kunduz. Die Bundeswehr sieht darin eine direkte Bedrohung. Daraufhin befiehlt der Kommandeur Oberst Klein einen Luftschlag gegen die Entführer. Ein Vorfall, der das Bild vom Krieg in Afghanistan nachhaltig verändern sollte. Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen, auch und gerade infolge deutschen Handelns, bedauere ich zutiefst. Eine Katastrophe, eine Eskalation des Krieges. Ich fordere den Bundesminister und die Kanzlerin auf, jetzt endlich zu entscheiden, dass die Bundeswehr abgezogen wird. Obgleich Oberst Klein zweifellos nach bestem Wissen und Gewissen sowie zum Schutz seiner Soldaten gehandelt hat, war es aus heutiger, objektiver Sicht im Lichte aller, auch mir damals vorenthaltener Dokumente, militärisch nicht angemessen. 5 Monate danach muss sich Oberst Klein vor einem Bundestagsausschuss verantworten. Die Szenen des nachfolgenden Films beruhen auf seinen Aussagen und auf den Ereignissen in Afghanistan. Die Dialoge im Untersuchungsausschuss sind entweder wörtlich so gefallen oder sinngemäß. Die Szenen im Gefechtsstand in Kunduz beruhen ebenfalls auf diesen Aussagen, erheben aber keinen Anspruch auf Authentizität, was die konkreten Abläufe und Dialoge angeht. Da die folgende Zeugenvernehmung Zusammenhänge aus als geheim eingestuften Unterlagen zum Thema haben wird, tagen wir nunmehr geheim. Gegenstand dieser Untersuchung sind die Ereignisse und Entscheidungen, die im Zusammenhang stehen mit dem Luftangriff von Kunduz in der Nacht vom 3. auf den 4. September 2009. Ich bitte nun den Zeugen, sich kurz vorzustellen. Mein Name ist Oberst Georg Klein. Zum Zeitpunkt des Bombardements war ich Kommandeur des Provincial Reconstruction Teams, des PRT in Kunduz. Hier waren zu meiner Amtszeit im Jahre 2009 etwa 1000 deutsche Soldaten stationiert. Oberst Klein, Ihnen ist bekannt, dass Ihnen im Hinblick auf das beim Generalbundesanwalt laufende Verfahren ein umfassendes Schweigerecht zusteht. Ich habe mich entschieden, heute vor diesem Gremium zu sprechen. Es ist der Deutsche Bundestag, der uns Soldaten mit dem Auftrag in Afghanistan ausstattet. Daher ist es selbstverständlich für mich, Ihnen zu dem Vorfall in Kunduz Rede und Antwort zu stehen. Würden Sie uns bitte noch einmal Ihre Situation am Tag des 3. September beschreiben? Ich muss sagen, dass wir an diesem Abend einen besonders schweren Gefechtstag hinter uns hatten. 3 meiner Soldaten waren in einem Hinterhalt verwundet worden. Einer davon so schwer, dass er mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden musste. Das Fahrzeug, mit dem Sie unterwegs waren, war komplett zerstört von einer Panzerfaust. Das haben wir da immer wieder. Das ist ja Alltag. Trotzdem ist das ein Faktor. Oberst Klein war in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Es gab Vorfälle Tag für Tag. Es gab Angriffe in regelmäßigen Abständen auf die Bundeswehr. Und er musste doch sehr angespannt gewesen sein, was auch menschlich sehr nachvollziehbar ist. Tu fais
Die Taliban haben zwar gesagt, dass sie uns nicht umbringen wollen, aber wir wussten, dass sie es dennoch vorhatten. Nordafghanistan war lange Zeit ein sehr ruhiges Gebiet. Und im Jahre 2009 gingen die Aktivitäten der Taliban im Nordafghanistan deutlich nach oben. Die Zwischenfälle haben sich, sagen wir mal, etwa verdoppelt in dieser Zeit. Die Sicherheitslage in Gesamtafghanistan hat sich seit 2009 signifikant verschlechtert. Zum ersten Mal waren die deutschen Kontingente mit der militärischen Realität konfrontiert, wie sie andere Kontingente, beispielsweise die Amerikaner, die Kanadier, die Briten, in anderen Teilen Afghanistans bereits längst erlebt hatten. Wir wussten zuerst nicht, wohin wir fahren, aber dann sagten sie uns, dass sie uns nach Chadaré bringen würden. Herr Oberst, wann und wie genau haben Sie im Camp Kunduz von den entführten Tanklastern erfahren? Das war bei der Stabsbesprechung. Afghanische Polizisten und ihre Verbindungsleute hatten meinen Nachrichtenoffizier informiert. Trotz des Hinterhalts erreichte die Kompanie den Stützpunkt Nawabad gegen 15.32 Uhr. Wie geht's dem Soldaten? Wird noch behandelt. Wissen die Angehörigen Bescheid? Ja. Gut. Wenn da weiter nichts mehr ist, dann schließe ich die Sitzung. Wir haben Meldung bekommen, dass zwei Tanklastzüge entführt wurden. Fahrzeuge der Kabuler Transportfirma Mirbacher-Kott. Ladung sind 23 Tonnen Treibstoff. Haben wir Kontakt? Leider nein. Dem Informanten war es so heiß, die zu verfolgen. Wenn die den Treibstoff in die Finger kriegen, dann machen die uns hier drin die Hölle heiß. Sprengen uns die Wachen weg. Ja. Sagen Sie dem Flugleitoffizier, er soll den B-1-Bomber über dem ausgebrannten Fahrzeug abziehen lassen und nach den Tanklastern suchen. Da drüben passiert wahrscheinlich sowieso heute nichts mehr. Und Wright Barron soll mir sofort Bericht erstatten, wenn er was findet. Wir hatten sehr konkrete Hinweise, dass die Taliban planen, einen größeren Anschlag gegen die Bundeswehr durchzuführen. Und diese Hinweise haben auch beinhaltet, dass das Feldlager angegriffen wird, auch mit Tanklastwagen angegriffen wird. Und wir hatten gerade die Erfahrung gemacht, dass zwei Wochen vorher 40 Menschen ums Leben kamen durch einen derartigen Angriff mit Tanklastwagen. Und deshalb war die Bundeswehr auch in einer besonderen, ja, wenn ich so sagen darf, Spannungssituation, gerade auch im Hinblick auf die Abwehr solcher Angriffe. Was mir am meisten Sorgen bereitete, war die Tatsache, dass ein paar Tage vorher ein Wäschereifahrzeug entführt worden war. Da waren deutsche und afghanische Uniformen drin. Ich wusste, die könnte man gut zur Tarnung benutzen. Zusammen mit Fahrzeugen und einer großen Menge Treibstoff stand zu befürchten, dass die Aufständigen damit einen Anschlag verüben würden. Da haben Sie also einen Bomber losgeschickt zur Aufklärung und abgewartet? Das ist korrekt. Haben Sie das Flugzeug koordiniert? Das übernahm ein Flugleitoffizier. Sie kennen ihn sicher unter dem Codenamen Red Baron. Ich selbst habe entschieden, mich nach einem über 12-stündigen Arbeitstag kurz zurückzuziehen. Wir hatten ja alle keine Ahnung, wie lange die Suche dauern würde. Wir wussten ja nicht, wo sie hingefahren waren. Die Taliban hatten Angst, dass die Polizei oder die Regierungsarmee sie entdeckt. Deshalb mussten wir eine Nebenstraße nehmen. Doch die war für die LKWs überhaupt nicht geeignet. Und so sind wir am Fluss stecken geblieben. Bilun, 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 b
Um Mitternacht bin ich geweckt und zum Gefechtsstand der Taskforce 47 gerufen worden. Dort war die Information eingegangen, dass der Bomber die Tanklastzüge gefunden hatte. Klein? Wright Barron, der die Flugzeuge per Funk koordiniert, hat in dieser Nacht vom Gefechtsstand der Taskforce 47 ausgearbeitet. Also bin ich direkt dahin. Ich bin 5 Minuten drüben. Über diese sogenannte Taskforce 47 liegen ja wenig offizielle Informationen vor. Das, was man weiß, ist, dass es eine Kombination ist aus Aufklärungseinheiten und speziellen Operationseinheiten. Hauptaufgabe ist im engsten Sinne die Eigensicherung der deutschen Lager in Nordafghanistan im Rahmen des ISAF-Mandats. Das heißt, sie dürfen keine aktive Terrorismusbekämpfung machen, sondern Hauptaufgabe ist Aufstandsbekämpfung, wie das eben andere militärische Einheiten in Afghanistan gleichermaßen tun. Die Taskforce ist eine spezielle Einrichtung. Die setzt sich zusammen aus unserem Kommando KSK, und der Division Spezielle Operationen, die besonders gerade für Aufklärung hier auch besonders ausgerüstet sind und hier auch besondere Befähigungen haben. Und von daher ist es schon nachvollziehbar, dass die Informationen für ihn aus diesem Stand heraus besser waren als aus den herkömmlichen Informationen. B1, this is Red Baron. Can you hear me? Hello. Hello. Okay, I'm back. I'm sorry. There was some radio interference here. Copy. Situation seems to calm. Got a good view of the sandbank. Und? Objekte sind aufgeklärt bei einer Furt nahe Raman Bay. Was sind das für Fahrzeuge? Pickups, die waren schon da. Der Traktor kam kurz danach. Stecken die fest? Scheint so. Es gibt Informationen, dass die Fahrzeuge nach Chardaré verbracht werden sollen. Gibt es Erkenntnisse über die anwesenden Personen? Bei der Mehrheit wurden Objekte gesichtet, die mit großer Wahrscheinlichkeit Waffen sind. Einschätzung lautet, es sind Aufständische. Wie viele? 70, vielleicht 80. Ein Jugendkontakt hat 4 gelistete Taliban-Führer identifiziert. Mit Gefolgschaft? Das ist zu befürchten, ja. Wie weit weg sind die Foto und die Fahrzeuge? Das ist nicht weit. Wenn wir abwarten, bis sie fertig sind, dann hätten wir noch 20 Minuten, bis sie hier sind. Ja. Was sagt die afghanische Polizei? Noch nicht erreicht. Was ist ein Human Contact? Human Intelligence. Eine Quelle. Ein menschlicher Informant vor Ort. Und diese hohe Anzahl? Fast 100 Menschen? 70. Das hat Sie nicht verwundert? Die Quelle hatte 4 Taliban-Führer mit Namen identifiziert. Wenn diese Personen vor Ort sind, ist eine Zusammenrottung von 70 Personen realistisch. Gerade in dieser Region gibt es überdurchschnittlich viele Aufständische. Aber Sie sind nie auf die Idee gekommen, dass trotzdem auch Zivilisten dabei sein könnten? Die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Taliban ist nicht so einfach. In Zivil laufen ja alle herum. Und wie ist es mit Waffen? Es wurde gemeldet, dass dort Personen mit Waffen sind. Oder sind Sie einfach davon ausgegangen, dass alle bewaffnet sind? Das muss man, ja. Sie müssen einfach sehen, die Taliban sind teilweise nachmittags auf dem Feld als normale Feldarbeiter und abends nehmen sie Waffen in die Hand und agieren hier als Taliban. Es waren ca. 100 bis 200 Leute da. Vielleicht 40 Taliban, der Rest Bewohner aus den umliegenden Dörfern. Bis das Flugzeug auftauchte, waren immer mehr Menschen gekommen. In der Dunkelheit konnte ich zwischen Taliban und Zivilisten nicht unterscheiden. Es war Nacht und die Leute hatten alle die gleichen Sachen an. Man konnte nicht erkennen, wer ein Talib ist und wer nicht. Stimmt es, dass es eine Art Liste mit Taliban-Führern gibt, die es aufzuspüren und unschädlich zu machen gilt? Ich weiß, dass so eine Targeting-Liste in Masai-Sharif geführt wird. Kann es sein, dass die Abarbeitung einer solchen Targeting-Liste in die Zuständigkeit der Taskforce 47 fiel, des Hauptmanns Westphal?